Dafür zahlreiche Anwendungsfälle rechteckige Markierungen nicht nur parallel zu den Bildschirmrändern benötigt werden, bietet der Text-Build-Ink-Editor die Möglichkeit, Rechteckmarkierungen zu rotieren. Die Rotationsfunktionen werden im Kontextmenü der Bildsicht nur dann zur Verfügung gestellt, wenn Sie mindestens eine Rechteckmarkierung ausgewählt haben. Zur Rotation von Rechteckmarkierungen gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen können Sie im Kontextmenü der Bildsicht unter Rotation den Unterpunkt Rotationsmodus aktivieren auswählen. In der Mitte einer ausgewählten Rechteckmarkierung erscheint dann ein Rotationssymbol. Nun können Sie die Markierung mit der Maus durch Ziehen und Loslassen in die gewünschte Richtung rotieren. Wenn Sie mehrere Rechteckmarkierungen ausgewählt haben, können Sie auf diese Weise nur die zuletzt ausgewählte Markierung rotieren. Um den Rotationsmodus zu beenden, müssen Sie erneut den Unterpunkt Rotationsmodus deaktivieren im Kontextmenü auswählen. Zum anderen können Sie im Kontextmenü den Unterpunkt Rotation für aktive Markierungen aktivieren auswählen, um ein Dialogfenster zu öffnen. In diesem Dialogfenster können Sie den Rotationswinkel für die ausgewählten Markierungen einstellen. Die Funktion kann auch zur simultanen Rotation mehrerer Rechteckmarkierungen verwendet werden. Analog zu den orthogonal ausgerichteten Markierungen lassen sich auch rotierte Rechteckmarkierungen in Richtung des eingestellten Winkels duplizieren. Hierfür können Sie im Kontextmenü der Bildsicht unter Rechteck duplizieren den Unterpunkt Aktives Rechteck im Winkel duplizieren auswählen oder Shift A drücken.